Durch eine Änderung im Bildungssystem vor einigen Jahren veranlasste die chinesische Regierung unter dem Deckmantel der Bilingualität die Verdrängung der uigurischen Sprache. In den Grund- und weiterführenden Schulen wird Chinesisch als Pflichtfach gelehrt. Wer dennoch mehrheitlich Uigurisch spricht, wird in ein Umerziehungslager deportiert. Nicht nur das Sprechen der Sprache, auch uigurische Kulturveranstaltungen sind an den Schulen verboten. Im Viertelfinale des Asien-Cups 2019 gewann der Iran mit 13:0 gegen China. Serdar Azmoun, der türkischstämmige Spieler, der das zweite Tor in der 31. Minute schoss, verlautbarte nach dem Spiel, dass er seinen Treffer dem unterdrückten Volk der Uiguren widmet. In Istanbul fand eine von Nichtregierungsorganisationen organisierte Pressekonferenz statt, um die Tyrannei in Ostturkestan öffentlichkeitswirksam zu ächten. Zuvor lief ein Demonstrationszug mit antichinesischen und antikommunistischen Parolen durch die türkische Stadt. In Taschkent, Usbekistan, eröffnete der Staatspräsident Mirziyoyev das erste Militärinstitut Usbekistans. Den dortigen Medien zufolge soll die Bildungseinrichtung Teilnehmer strategisch ausbilden und stärken. Das Institut an der Taschkent-Universität soll voraussichtlich für 2 Jahre arbeiten. Der USA-Außenminister Mike Pompeo hofft darauf, dass alle Nationen Maduros Regime in Venezuela von der Finanzwelt abschließen und das Vermögen der Venezolaner an die rechtmäßigen Machthaber überlassen. Die Europäische Union verkündet, dass sie auch mit dem Verzicht der Neuwahlen in Venezuela Juan Guaido als Interimspräsidenten anerkennt. George Araiza, Venezuelas Außenminister, antwortete der EU, dass sich Venezuela von niemandem vorschreiben lasse, was sie zu tun hätten. Die EU soll Behauptungen nach eine Resolution entwerfen, welche Saudi-Arabien mit bereits 16 anderen Ländern auf eine Liste setzt, die Gefahren für die EU darstellen könnte. Wenn ein Land auf dieser Liste landet, bedeutet dies einige wirtschaftliche Einschränkungen mit der Europäischen Union. Zudem sollen der Geldstrom der Länder sowie die Börsenaktivität der Konzerne unter die Lupe genommen werden.